Ich bin hier auf einen super Stoff gestoßen. Ja, ist echt perfekt für mich. Das alte große Drama. Liebe, Eifersucht, sogar ein bisschen Gewalt und jede Menge Erotik. Ich hab dich schon überall gesucht. Was hat denn der Arzt gesagt? Na, keine guten Nachrichten. Jetzt sag schon. Ja, wenn ich Pech habe, wird mich der scheiß Tumor an den Rollstuhl fesseln. Also ich müsste mich schon sehr täuschen, aber das ist kein Junge. Das wird eine kleine Chica. Was sind das für Bilder? Du hast doch gesagt, es wird ein Junge. Kommst du bitte mal? Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Kannst du mir bitte erklären, was das zu bedeuten hat? Ja. Carmen hat recht, wir kriegen ja ein Mädchen. Aha. Seit wann weißt du das? Seit heute oder schon länger? Du hast dich so auf einen Sohn gefreut. Ich wollte dich nicht enttäuschen. Du hast mich bewusst angelogen. Wer weiß, wie lange schon. Und du sagst, du willst mich nicht enttäuschen? Tobias? Hallo, hier ist Caro. Hey! Wie läuft's? Recherchierst du noch oder hast du mit dem Buch schon angefangen? Ja, ich habe schon ein paar Seiten geschrieben. Klasse, wann bekomme ich das erste Kapitel? Bald. Sehr bald vermutlich. Tobias? Ich habe da noch eine Bitte. Eine Bitte? Das hört sich aber gar nicht gut an. Mach's kurz, ich bin gerade in der Besprechung. Ja, ich bin zurzeit ziemlich abgebrannt. Könntest du mir vielleicht einen Vorschuss geben? Naja, wenn ein zweites Buch genauso erfolgreich wird wie Zwei Herzen im Sturm, gehe ich ja kein Risiko ein. Aber mehr als 2.000-3.000 sind nicht drin, ist dir klar. Und das auch nur, weil du so gut bist. Als Autorin, meine ich. Ja, danke. Wohin soll ich den Scheck schicken? Am besten an die Hafenmeisterei von Arenal. Alles klar. Ich veranlasse das alles nach der Sitzung, okay? Ja, danke. Tschüss, Tobias. Ich wollte es dir sagen, heute Morgen, deswegen habe ich dich gesucht. Das fällt dir jetzt so plötzlich ein? Das soll ich dir glauben? Dann hast du dir gedacht, ach was, ich sag's ihm halt nicht, oder was? Nein, ich bin wirklich extra deswegen gekommen mit den Ultraschallbildern. Aber du warst nicht da und dann... Später hat mich dann der Mut verlassen, dir die Wahrheit zu sagen. Ja, nur dumm, dass ich sie trotzdem erfahren habe. Es wäre mir nur lieber gewesen, ich höre es von meiner Frau anstatt von meiner Assistentin. Wolf, es tut mir leid. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Jetzt lass uns doch bitte einfach... Hi. Stöß? Oder kommt in eine kleine Ablenkung ganz gelegen? Ich wollte gerade sowieso Pause machen. Schreibst du nach? Geheime Geständnisse aus deinem Liebesleben? Nein. Meine Diplomarbeit. Soziologie. Und worüber schreibst du? Der Tourismus als soziokulturelles Phänomen, dargestellt am Beispiel Mallorca. Klingt aber langweilig. Naja, aber wenigstens musst du nicht in öden Bibliotheken rumhocken, ne? Ja, ich dachte mir auch, Mallorca ist genau der richtige Ort. Die machen alle Urlaub, sogar die Superstars. Von den Promis wirst du wohl nicht viel mitbekommen. Die sitzen hier in Villen in den Bergen und amüsieren sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das macht nichts.
Es gibt hier sowieso mehr als genug Stoff. Sag mal, ist aber ganz schön teuer, so eine Diplomarbeit, oder? Ich meine, allein der Flug und der Aufenthalt. Kriegst du irgendwie eine finanzielle Unterstützung? Schön wär's, ist aber nicht. Ich brauche auch ganz dringend einen Job. Aber ich glaube, es ist ziemlich schwer, hier einen zu finden. Ja, während der Saison warst du natürlich leichter als jetzt. Naja, wenn es nicht anders geht, dann muss ich eben wieder zurück nach Deutschland und da weiterarbeiten. Warte mal. Vielleicht braucht Julia noch jemand in ihrem Laden. Also wenn du willst, können wir gleich hingehen und sie fragen. Wenn du hier noch lange rumräumst, macht das Diagonal wieder zu. Ich weiß. Was bist du denn so mies drauf? Weil du jetzt ein Jahr älter bist, oder? Lass mich in Ruhe, du nervst. Jan tut es bestimmt sehr leid, dass er nicht kommen konnte. Warum muss er denn ausgerechnet heute krank werden? Aber dafür kann er doch nichts. Fass du mal bitte mit an. Herzlichen Dank. Ach, nimmst du mal? Ja. Jan ist nie da. Immer ist irgendwas. Entweder er arbeitet oder muss irgendwelchen Freunden helfen. Ich bin ihm doch überhaupt nicht mehr wichtig. Du weißt, dass das nicht stimmt. Doch. Der doch wenigstens mal vorbeischauen können. So krank kann man doch gar nicht sein. Wenn du krank bist, dann gehst du auch nicht auf irgendwelche Partys. Ja, aber es ist mein Geburtstag. Außerdem war er heute Morgen noch total fit. Wahrscheinlich hat er sich irgendein Virus eingefangen. Sowas geht manchmal ganz schnell. Ach, ich schaue jetzt auf jeden Fall nochmal vorbei. Könnte ja schon mal vorgehen. Ich komme dann nach. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, wenn du da nochmal hingehst. Ich glaube, er will alleine sein. Wenn ich krank bin, will ich auch allein sein. Vielleicht hat er Medikamente genommen und liegt schon im Bett. Ja, ich will ihn aber sehen. Carina, du tust euch beiden damit doch überhaupt keinen Gefallen. Am Schluss steckst du dich selbst an und liegst morgen auch flach. Oh Mann, okay, dann bleibe ich eben hier. Soll ich dir noch was zu essen machen? Danke, ist nicht nötig. Ich werde eh gleich einpennen. Die Pillen sind ziemlich armer. Hauptsache, dir geht's besser. Gut, dass du nochmal vorbeigekommen bist. Mein Bedarf an Party ist für heute sowieso gedeckt. Ich hätte keinen Bock, mit der ganzen Meute auch noch ins Diagonal zu gehen. Carina ist bestimmt sauer, dass ich nicht auf ihrer Party war. Mach dir mal darüber keinen Kopf. Ich habe ihr gesagt, du hast dir den Magen verdorben. Das kann jedem mal passieren. Bei der Vorbereitung habe ich ja auch nicht geholfen. Sie wird es dir schon nicht übel nehmen. Hoffentlich. Es wäre natürlich alles ein bisschen einfacher, wenn du ihr endlich die Wahrheit sagst. Du weißt, wie ich dazu stehe. Ich will sie da raushalten. Du kannst dir deine Krankheit aber auf Dauer nicht verheimlichen. Irgendwann wird sie von selbst merken, dass mit dir was nicht stimmt. Ich kann ihr die Wahrheit nicht sagen. Sie liebt mich. Und sie ist viel zu jung, um damit umgehen zu können. Ich will nicht, dass sie sich genauso beschissen fühlt wie ich. Ich glaube, da unterschätzt du sie. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Jan, Lügen ist auch keine Lösung. Ich muss mir was einfallen lassen, und zwar schnell.